heute am Freitag haben wir uns mit dem internationalistischen Block im Grünen Finger organisiert. World Solution! Revolution! World Solution! Revolution! Also wir sind heute ca. 5.30 Uhr losgelaufen, um auf die Route zu kommen, von wo die Autos vom Flughafen kommen, um einen Blockadeversuch zu starten. Wir wurden gekesselt von ca. 50 Einheiten und stehen hier seit über einer halben Stunde fest. Es gibt Verletzte, die Polizei hat Schlagstöcke benutzt, teilweise Leute mit Gehirnerschütterungen und vielleicht verletzten gebrochenen Knochen. Sie haben einen Wasserwerfer aufgestellt und haben uns eingekesselt von beiden Seiten. Das Fingerprinzip heißt so, weil quasi verschiedene Demonstrationszüge, die man sich bildlich als Finger vorstellen kann, zusammen auf einen Punkt kommen sollen. Von dort aus wurde versucht, mit vereinten Kräften in die blaue Zone zu kommen, die abgesperrt war und in der der Ausnahmezustand erklärt wurde, in der jegliche Demonstration verboten ist, und dort für kurze Zeit eine Kreuzung zu blockieren, wo wir aber aufgrund der Repression durch Wasserwerfer und massiven Polizeieinsatz die Stellung nicht lange halten konnten. Nach dem kurzen Blockadeversuch sind wir dann wieder zurück ins Camp gefahren. Geprellte Hand und Platzwunden am Kopf. Bei den anderen Fingern lief das teilweise noch viel schlimmer. Da wurden massiv Wasserwerfer eingesetzt. Es ist zu gebrochenen Gliedmaßen gekommen. Und es gab auch viele Festnahmen.